sehr gut erkannt haben, dass Robert ein maximal kompletter Spieler ist, was er ja heute auch zeigt. Er war körperlich noch nicht ganz so stark, aber er hatte schon diese Movements, sich rausdrehen zu können, in jeder Phase des Spiels attackieren zu können, Ball behaupten zu können. Bei Robert hat man ja das Gefühl, er kann auch Weltklasse-Achter spielen. Ja, der hat angefangen dann in Dortmund, als Shinji Kagawa sich verletzt hat, hinter Lucas Barrios so auf einer 9,5-10 zu spielen. Da hat er sich nochmal weiterentwickelt. Also er ist in jedem Raum eigentlich auch torgefährlich. Links, rechts, Kopfball haben wir gestern gesehen. Außerhalb der Box, innerhalb der Box, attackiert den ersten Pfosten wie kaum ein zweiter. Da hat man viele Dinge von erkannt. Aber natürlich muss man auch ganz klar sagen, dass die Arbeit von Jürgen Klopp mit ihm ein entscheidender Faktor auch war, ihn weiterzuentwickeln. Und das hat Fisch gerade schon richtig, schon Kevin gerade richtig gesagt. es ist einfach so, dass Robby einfach ein Monster ist, was Professionalität angeht. Also was das, die Arbeit mit seinem eigenen Körper angeht. Robby wird mit Sicherheit bis 36 auf dem Top-Niveau spielen können. Den kann kaum etwas stoppen. Wir hatten eine Situation vor dem Champions-League-Endspiel, wo ich gesagt habe, jeder andere Spieler hätte sich einen Kreuzbandriss gezogen. Aber Levy ist so stabil, so wahnsinnig intensiv in seinen Trainings gewesen, dass er einfach einen der robustesten Körper hat im Profifußball. Und das sieht man Woche für Woche. Wann war die Situation? Das war, wenn ich mich recht erinnere, war das irgendwie ein paar Wochen vor dem Champions-League-Endspiel. Da war eine Phase, wo so eine klassische Kreuzbandverrissung entstehen kann. Er hat sich leicht gezerrt und hat es einfach mit seiner Balance und seinem Chor einfach ausgeglichen. Das sieht man und das macht ihn so robust. Und das gepaart mit seinen technisch-taktischen Qualitäten macht ihn eben zu diesem Spieler, den er heute ist.